Leute, herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F und ich habe hier den Randomizer Run mit All Bosses No Death. Alle Bosse, 165 Mal, randomized und kein einziger Tod. Und was ist denn so randomized, Georg? Alle Items, alle Gegner, alle Bosse miteinander vertauscht. Und jetzt haltet euch fest, im zweiten Versuch. Hoffentlich kriegen wir nochmal eine gute Anfangswaffe. Okay, eine Peitsche, dann den nächsten. Nein. Starfists, okay. Das Problem ist, ich sehe nichts außer. Also das Einzige, was ich nehmen kann, weil der Rest ist Dog. Ich würde auch sagen, dass die Stat-Aufteilung nicht zu schlecht. Doch, Dexterity 9 ist schon. Gib mir einen Namen. Wo ist Tom? Okay, zwei dumme Gedanken. Ja, wir nehmen nochmal Stylers. Ach, die Starfists. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das ist die beste Waffe im Spiel. Die Iron Balls und die Starfists sind basically die gleiche Waffe. Die Starfists sind einfach besser, auch weil die nativen Blutungsschaden haben. Was man mit diesen Waffen so viel besser machen kann als mit jeder anderen Waffe, ist die unfassbare schnelle R2. Also der voll aufgeladene, harte Schlag von diesen Waffen ist schneller als die meisten R1, also die schnellen Schläge von anderen Waffen. Und dabei machst du aber trotzdem extrem viel Gleichgewichtsschaden, Poise Damage. Und das heißt, du haust die Gegner auseinander. Mit Abstand die beste Waffe im Spiel. Und natürlich nehme ich sie mir. Kurze Hose, Bro. Rock sogar. Keine Socken. Und dann so Bananenschuhe, Digga. What the fuck? Oh, come on! Bori! Alles! Das kann nicht sein, ne? Was hab ich für Cursed Seeds, Chat? Was hab ich für Cursed Seeds? Das kannst du nicht. Ich bin doch gerade gerollt, oder? Oh, come on! Flieg runter! Flieg runter! Nein! Was macht? Wir haben Borealis out of our way. Weißt du, wie gut das ist? Oh mein Gott, Chat. Ob schon das Ganze ein Randomizer ist, haben wir hier ein paar besondere Regeln für uns aufgestellt. In allererster Linie Region Lock, das ist das, was man normalerweise einfach macht. Du gehst in die Region Limgrave am Anfang, das ist deine erste Region, und du musst diese Region zu Ende machen, bevor du in eine andere Region darfst. Warum macht man das? Ehrlich gesagt, einfach nur, weil es sonst zu einfach wäre. Wenn du von Limgrave sofort nach Keleth gehst, dann kannst du dir viel stärkere Sachen holen, kannst viel heftigere Sachen looten, und dann bist du so stark, dass du am Anfang erstmal keine Probleme haben kannst. Deswegen machen wir das nicht. Das ist einfach eine Erweiterung von der Challenge und macht das Ganze wesentlich spaßiger. Bevor wir jedoch jetzt an einen Gegner gehen, ich denke, das sollte jedem klar sein. Wir müssen zuerst looten, wir müssen zu Kräften kommen, denn jeder Gegner, jeder Boss, den es im Spiel gibt, kann mein erster Boss sein. Ich hatte vielleicht schon erwähnt, dass es der zweite Run ist und den haben wir jetzt schon geschafft. Warum haben wir den ersten Run nicht geschafft? Weil genau das Schlimmste passiert ist, was man sich hätte vorstellen können. Ich habe nicht genug gute Sachen gefunden und mein erster Boss waren Fierce Champions. Und das willst du nicht, weil die sind verdammt stark und die haben mich direkt gekleppt. So. Wow. Also ich würde sagen, wir haben wirklich... Oh, das tut weh, weil es halt über eine Stunde jetzt gedauert hat. Aber wir haben wirklich so Shit nur gefunden und dann als allerersten Boss... Fierce Champions. Wow. Alright. Da wir uns in diesem Run aber auf die Gegner konzentrieren wollen, 165 Bosse, da will ich doch nicht die Items suchen, die ich brauche, um zu diesen Bossen zu kommen. Deswegen haben wir die Items, die wir brauchen, nicht randomized. Das wird leider zu einem Problem führen, aber mehr dazu später. An dieser Stelle haben wir vor allen Dingen zwei Dinge, die wir gerade machen wollen. Wir wollen einerseits genug Runen finden, um unser Leben einfach in eine Region zu bringen, dass wir nicht one-shotted oder two-shotted werden können, von egal welchem Gegner. Und wir brauchen auch gute Rüstung, denn die verhindert ja diesen Schaden, den wir unbedingt verhindern wollen. No-Death-Challenge bedeutet in erster Linie irgendwie überleben. Wichtigste von allem. Haben wir... Seals. Nein, wir haben kein einziges Seal. Was hat er das Schild? No Skill. No Skill. Das Ding kann parry tatsächlich, aber es braucht 10 Decks und haben wir nicht. Lul. Oh, jetzt wichtig natürlich. Alright, Chat. Please nicht wieder eine Stunde für nix. Die können nicht bluten.
Warum hatte ich die ganze Zeit? Ich hatte die nur einhändig, warum auch immer. Aber kriegen wir hin, oder? Ich würde sagen, läuft ganz gut, oder? Mit einer +1-Waffe. Ich würde sagen, der hat uns gar nicht getroffen, aber dann einmal treffen lassen. Aber hey, komm, one hit. Let's freaking go. Die Waffe ist so strong. Die Waffe ist so strong. Die Waffe ist so strong. Und jetzt können wir hoffentlich die Waffe auch noch strong machen. Wir haben immer noch eine +1-Waffe. Darfst du echt nicht vergessen. Das ist eine super starke Waffe. Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Aber am Ende des Tages ist es nur eine +1-Waffe. Gegen einen richtig starken Gegner würde ich natürlich trotzdem lieber viel Schaden machen. Oh Gott. Oh mein, what the fuck. Man kann auch Pech haben, ne? Alter, wie viele Stones noch Kies? LOL? Ja, Chat. Hab ich auch noch nicht erlebt. Aber zwei hintereinander. Da ist was Goldenes. I like it. Natürlich. Arschloch. Einfach zwei für diesen Riesen. Komm, oh, hier ist so ein... Oh mein Gott. Wing Greathorn. Da ist sogar ein fucking Löwe. Also ich glaube, die Items da können wir einfach nicht haben. Bin ich ganz ehrlich. Was passiert hier? Warum... Der hat einfach alle getötet. Guck, die kämpfen dafür gegeneinander. Wir packen noch in die Mixed Physik das Zeug rein, was uns angeblich heilt, wenn wir getroffen werden. I don't know. Klingt komisch. Hoffe, ich habe das richtig verstanden. Leonine Missbegarten Chat. Okay. Ernstzunehmender Gegner, würde ich sagen. Top. Okay, er wird einfach nicht hingeworfen. Oh, we are strong, Chad, we are strong. Diese Waffe ist so OP, da! Bam, Junge! Gold Picket Foulfoot hätte mir jetzt auch hier nicht geholfen. Godrix Rune, Golden Seed. Let's go. Ja gut, dann gehen wir jetzt ein paar Gegner ab. Ne? Am Ende des Tages, ja, was, also, was soll mir passieren, Chat? Ja! Ja, es ist PB, auf jeden Fall, personal best. Ich hatte gerade einen Moment wie gestern bei dem Horror-Game, wo ich einfach nur so, hehe, oh, that's not good, Chat. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich daran vorbeikommen soll. I don't know. Na? Oh Gott sei Dank, kann ich weiter. Digga. Ganz scheißegal, was du denkst. Du kannst da nichts gegen machen. Oh, ist schön. Der Headshot beendet. Let's go. Golden Seed bekommen. Let's go. Das ist gut. Ja. Okay, das letzte Mal waren hier Fierce Champions und die haben mich auseinandergenommen. Aber diesmal bin ich zurück mit etwas mehr Health Pool. Was ist mit diesem Bossfight hier? Hoffen wir, dass es nicht der echte Bogen ist, Chef. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Wenn es der echte Moog ist, oder wäre, ist er nicht, zum Glück, wären wir im Arsch. Weil ich kann nicht gegenheilen. Meine Flasks sind Dogshit. Wir haben richtig Glück, dass das der Kleine ist. Naja, also ehrlich, wenn das der echte Moog gewesen wäre, wären wir tot.
Glück gehabt. Digga, ich kann diesem einen Angriff nicht ausweichen, ne? Wir haben so viel Verteidigung. Es ist halt einer der schwächsten Gegner im Game gerade hier, den er setzt, ne? Deswegen ist das sehr low. Aber er lässt mich gerade auch nicht mehr angreifen. Also dafür, dass der eigentlich übel schwach gerade ist, ist der Kampf unfassbar langsam, ne? Goddammit. Gott sei Dank, Junge. Der kleine Mook, Junge. Boah, das war jetzt aber sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Boah, ey, Glück gehabt. Einfach Glück gehabt. Mook ist mein schlechtester Boss. Ich bin einfach nicht gut gegen den. Und der echte Mook, wenn man nicht die Träne gegen ihn hat, der nimmt dir ja sehr viel Leben ab. Also prozentual nimmt er dir Leben ab. Und ich könnte nicht gegenhalten, weil meine Flaschen Dogshit sind. Also, wie scheiße ist die Kombination, die ich da gerade sehe? Beast Clergyman kann ja nicht ein normaler Gegner sein. Das heißt, es muss der Boss sein. Wunderbar. So ein Dogshit. Diesmal. Also nach, wir werden ihn schon kriegen. Ich bin stark genug. Auch kein schlechter Gegner, jetzt früh raus zu haben. Wobei, eigentlich ist er nicht so schwer. Ich vermute mal, ich könnte von dem viel kriegen. Also nehmen wir mal den Fallfoot. Mal sehen. 18.000, naja, und that's alright. Ja, du musst halt auch irgendwie dich töten lassen. So, dann müssen eigentlich drei sein. Naja, eine Ratte. Oh, okay. Hab's erledigt. Oh mein fucking Gott, okay. Okay, wie kriege ich den angegriffen, Chat? Ich dachte, der ist gerade runtergesprungen. Oh, Mann, ne fucking... Warum wird die Ratte nicht verletzt? Das ist doch Bullshit. Bro, und vor allen Dingen, ich kann die Ratte jetzt nicht angreifen, ne? Weil Red Wolf ist viel zu anstrengend, was sowas angeht. Passt das nicht. Nein. Oh, Red Wolf ist runtergefallen. No. Ist hier Goldfray? Ja. Oh, keine Ausdauer mehr gehabt. Also ehrlich, ich habe mit Randomizer mehr Spaß gehabt als mit dem normalen Spiel damals. Okay, das hat keine geile Pose hier. Wieder keine Ausdauer mehr gehabt. Alles verbraucht mehr Ausdauer, als ich dachte. Das ist okay. Ich take ein paar Hits. Oh, Gott! Das war der Stun und ich... Ja, es war wirklich der Stun und ich treffe einfach nicht. Ich fasse es nicht.
Green Crystal Burst. Boy, was haben wir denn für Drecksgegner hier, Junge? Okay, da haben wir ein paar, was ich gerade, da freue ich mich gerade sehr drüber. Deathspoker braucht nur 11 Intelligenz? Im Laufe der ersten 22 Gegner ist mir natürlich auch aufgefallen, ja, die Starfists sind übertrieben stark. Es ist die beste Waffe im Spiel. Aber sie haben einen großen Nachteil. Das ist die Reichweite. Die Reichweite ist wirklich absolut schrecklich. Und da ist uns eine wundervolle Waffe, die sich Deathspoker nennt, in die Hände gefallen. Das ist eine Waffe, die Fernkampfattacken hat. Und zwar ganz schön starke. Beste und wichtigste Entscheidung, die ich treffen konnte, eine Zweitwaffe mitzuleveln. Wir haben Probleme mit den Starfists unter anderem, weil wir die nicht gelevelt bekommen. Man braucht dafür normale Schmiedesteine. Und deswegen wollte ich unbedingt auch eine Waffe haben, die Dunkelschmiedesteine verwendet. Einfach nur, dass wir, falls wir nicht von dem einen was finden, dass wir eine andere Waffe haben. Genauso jetzt andersrum, wenn wir den Deathspoker nicht über plus 3 bekommen, dass wir die Starfists dennoch irgendwie hochleveln und damit uns durchkriegen. Und so haben wir die perfekte Mischung geschaffen. Die Starfists für den unfassbaren Schaden und dafür haben wir den Deathspoker für die Reichweite und für Kälteschaden. Einfach eine tolle Kombination. Okay, wir müssen abbrechen. Raben, wirklich Katastrophe. Okay. Wie scheiße hat der Kampf angefangen? Unfassbar, ne? Noch nicht seine Fähigkeiten angewendet. Ihr pissende Pisser, Junge. Die denken sich so gut gerade. Ne? Aber die Waffe ist auf jeden Fall schlau gewählt gewesen jetzt. Vielleicht natürlich nur den einen erstmal, ne? Er ist gestorben. Weil er die ganze Zeit in den Flammen stand, ja. Ah, die Waffe tut gerade richtig gut, weil es halt so ein bisschen, ne, wenn meine Fäuste nicht gut genug sind, dann habe ich sowas. Na, kein Mana mehr. Na gut. Und bye. Nice, Mann. Nice, 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 nice. Gut, wir haben jetzt erstmal eine neue Top-Waffe, Chat. Boah, aber krass, wie der Kampf trotzdem richtig schwer ist. Das ist so oder so trotzdem schwerer Kampf. Items, Items. Hoslos Petal Whip. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sag ich auch ehrlich. Ach du Scheiße. Okay, damit. Bringt das was? Gegen den? Ich hab keine Ahnung. Okay, er ist. Ne, er macht keinen Schaden gegen mich. Das ist unser Vorteil. Oh, einfach einer der zwei Astels schon tot. Junge, ist das geil.
Ja. Und wir sind noch nicht mal OP, Chat. Beide bekommen. Oh mein Gott, yo, Eis ist nicht so gut gegen ihn. Guck dir das mal an. Ist das krank? Irgendwie habe ich ihn nicht mehr getroffen. Oh, ich hänge irgendwie fest. Auch ein Gegner, wo man natürlich sehr froh ist, den jetzt rauszuhaben, ne? Relativ am Anfang. Na guck mal, ich kann mir Fehler erlauben, ist scheißegal. Ich bin zum Glück weit über seinem Level. Bam. Limgrave fertig, Chat. Übel gut. Und damit können wir weitergehen. Huch, Alter, wir haben richtig dicke, fette Bosse weg. Oh. Nein, man kann nicht an den rankommen. Der ist halt auch ziemlich magieresistent, deswegen ist mein Schwert nicht ganz so heftig. Ja. Der kann nicht sterben, wenn er gerade sich teleportiert, aber wir können es ja easy machen, ne? Bam. Come on. Oh, was ist das? Malkiv. That could be a problem. Yeah, that could be a problem. Scheiße gerade. Oh, da haben wir einen dicken Fisch aus dem Portfolio. Puh, alter Malekith. Junge. Da hast du gesehen, dass wir gerade, was Schaden angeht, echt nicht heftig sind, ne? Wenn ich normalerweise bei Malekith bin mit meinen Waffen, dann ist der easy, weil er einfach nicht so viel Leben hat. Alter Schwede, da habe ich Glück gehabt. Nee, Raikat haben wir noch nicht einmal gesehen. Tatsächlich. Und wenn wir Glück haben, finden wir Raikat in einem Raum, weil dann kriegen wir da sein Schwert. Wenn Raikat so offen hier rumsteht, dann kriegt man sein Schwert nicht. Und dann ist er sehr schwer. Oder mein... Nee, noch nicht. Nein, ich suche nach dem Fünferstein. Alter, alles, was ich wollte, ist in Erfüllung gegangen. Malenia in der Overworld, sodass wir auch entscheiden können, wann wir gegen sie kämpfen. Und relativ früh, dass sie noch nicht komplett overpowered ist. Und tschüss. So ein Kampf war das, Chat. Oh, beautiful. Oh! Oh! No way! Was haben wir denn da gefunden? Können wir vielleicht endlich mal die andere Waffe aufwerten? Oh ja, warte. Guter Kampfbau. Ups. Oh. Guter Kampf, Bro. Richtig gut gekämpft. Ja, wir können jetzt, wenn wir Lust haben, können wir jetzt wirklich komplett auf die Waffe hier gehen und ausrasten. Einen. Oh, Chat. Einen Dreier.
Ja, das macht die Waffe jetzt leider immer noch nicht heftig. Ja, es war es plus 7 haben wir die nur. Oh Mann. Oh, Alter, wir haben gerade. Also ich bleib dabei, wir haben ganz schön Glück. Ich bin gespannt, wie hoch der gescaled ist, Chat. Übergang, glaube ich. Zu langsam irgendwie. Okay. Aber solide gekämpft. Nicht so gut, aber nun wirklich auch nicht so schlecht, Chat. Aber hier ist auf jeden Fall wieder so etwas, wo man aufpassen muss. Boom. Okay. Der hat so meinen Input verschluckt gerade. Oh mein Gott. Ich werde denn niemals entkommen, oder? Holy shit! Zum Glück habe ich Flächenangriffe. Ich glaube, wir müssen erst töten. Im allerletzten Moment habe ich die AOE gemacht. Alter. Die Attacke von kenne ich nicht mal, die er gemacht hat. Das ist einfach immer eine schlimme Stelle. Da kann man auch einfach mal nicht so dumm sein und einfach hingehen. Also ich, vielleicht, solange ich zum Beispiel noch hinter dem Gitter stand, hätte ich ja die ganze Zeit auf die einschlagen können. Da musst du schlauer spielen. Das war dumm. Können wir jetzt einen netten Gegner haben? Ich brauche gerade keine Herausforderung. Ich habe schwitzige... Oh mein Gott, der andere ist der. Oh ja, der hält mehr aus. Oh. Das ist die andere Attacke. Kann gar nichts machen, ne? Ich glaube nicht, dass irgendein Teil des Raumes dem mitkommen kann. Wichtig jetzt durchzuhalten, ne? Ja, jetzt kommen die Kometen. Ich würde sagen, für uns erstmal alles gut gegangen. Also wenn ich nicht seinen Kopf treffe, mache ich keinen Schaden. Boah, Junge. Unangenehm. Wir haben beide Astels weg. Holy. Oh, was für ein Run. Was für ein Run bisher. Also ich glaube, was das Glück angeht, von welche Gegner wir kriegen, ist das überragend. Okay, da haben wir eine Krabbe. Das ist noch okay. Oh, und da haben wir das Problem. Natürlich. Natürlich muss dein Rabe dabei sein. Ja, ja, ich seh den Raben sofort. Keine Sorge. Ich werde da jetzt nicht gegen den Raben kämpfen wollen.
Ich bin ganz ehrlich mit dir, wir gehen... Bro, was der Händler hat, gucke ich mir jetzt einfach ganz schnell im Roundtable an. Gar keine Lust, das anders zu machen. Warum habe ich damit so lange gewartet, Mann? Ich hätte den einfach holen können. Och, Mann. Ich meine, ne fucking Idiot, ganz ehrlich. Plus 10, Chat. Das sollte jetzt ein bisschen Schaden machen. Knallhart, wir holen trotzdem noch die Sachen, die hier rumliegen. Nur um dann enttäuscht zu werden, natürlich. Ja, das da hinten juckt mich jetzt auch nicht. Puh, das war ein wirklich netter Weg bisher. Habe ich ganz, ganz anders schon erlebt. Boah, bei dem Randomizer-Video, wo ich alles nehmen musste, was war so schlimm, wie wir hier jedes einzelne Item umdrehen mussten, dass wir eine Waffe finden und so. Immer noch kein Smithing 3 gefunden. Aber am Ende des Tages haben wir jetzt erstmal eine plus 10 Waffe, ne? Schon eine geile Sache. Ob das jetzt für das Endgame reicht, weißt du was, bis dahin haben wir bestimmt noch mehr Zeug gefunden. So, statt Red Wolf. Hoffen wir mal, dass die Waffe jetzt so stark ist, wie wir dachten. Oh, endlich mal ein Fire Giant. Und zwar Phase 2. Ich denke, wir sind mit der Waffe hier ganz gut jetzt gerade. Ernsthaft? Kann das überhaupt irgendwas machen? Scheinbar nicht, ne? Fire Giant Phase 2, auch etwas, was man sehr gerne hier weg hat. Deswegen, geil. Geil, geil, geil. Wirklich, wirklich gut. Wie laut das gerade war, Jim. Bei uns läuft. Uns fehlen noch sowas wie Lanciex, ne? Also, da sind noch ein paar sehr, sehr starke Gegner. 46 Lanciex. Boah, wenn jetzt beide hintereinander kämen. Imagine. Ich denke, das ist Morgott, ne? Das ist natürlich auch kein Spaßgegner, Chat. Okay, er ist relativ low. Ja, na, ein bisschen Glück. Oh mein Gott, die Waffe gerade, Chat. Ah, O'Neill jetzt, okay. Ja, wird glaube ich nicht so schwer werden. Plus 10, Chat, plus 10. Also wir kämpfen jetzt einen letzten Kampf vor Malenia. Und dann meine Finger schwitzen, mein Herz pocht. Ich habe Angst vor Malenia. Oh, stimmt, davon hatten wir noch keinen einzigen, Chat. Alright, Malenia it is, Chat. Malenia it is. Ich denke mal, die weicht aus, oder? Ja. Okay, wir sind super stark im Angriff, ne? Bro, ich war eingesperrt, leider. Boah, das war viel zu knapp. Ich wurde gerade leider eingesperrt zwischendurch. Aber ja, wir sind super stark. Das sollte kein Problem sein.
What the fuck? Nein. Was ist denn das jetzt für ein Kampf? Ah, shit. Oh, oh. Alter, der Rod von ihr frisst mich auf, ne? Der Rod von ihr frisst mich auf. Da habe ich eben ein bisschen zu viel riskiert, ne? Fucking Malenia ist weg! Oh! Eine Situation war richtig zum Kotzen. Ich wurde richtig eingeklemmt zwischen so zwei Pöttchen und ihr. Und ich konnte nicht mehr weg. Es ging nicht. Und dann habe ich den Fehler gemacht, gerottet zu werden, weil ich unbedingt diesen Angriff wegbekommen wollte. Und der Rod ist stark. Der hat mich fast, allein der Rod hat mich fast umgebracht. Oh, Chat, Alter, 58 Gegner. Wir haben, okay, lass mal kurz durchgehen, was wir alles haben. Wir haben Malenia, wir haben den kleinen Moog, wir haben Borealis, wir haben Commander Nile, wir haben zwei Deathrite Birds, was halt auch sehr, sehr starke Gegner sind. Wir haben Horaluvek. Wen noch? Malekith? Oh, Malekith. Ja. Wir haben aber, muss man auch sagen, eine der schlimmsten Bosse noch nicht. Die Gargoyles haben wir noch nicht. Und bei Gott sollte man vor den Gargoyles Angst haben. Vor den Gargoyles sollte man Angst haben. Sollen wir einfach direkt hier loskämpfen? Also warum soll ich hier irgendwo erstmal anders hingehen? Wir haben nur plus 10 Waffe. Was soll noch passieren? Wir suchen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir keine Items mehr suchen. Wir suchen immer noch Talismane vor allen Dingen, würde ich sagen. Aber ansonsten nicht mehr viel. Oh Gott, ist das 46. Okay, Chat. We have a problem. Er steht irgendwie in der Wand drin. Keine Ahnung, was hier passiert. Einfach schnell töten. Ich glaube, das war's schon. Bro, was für ein Gegner. Oh mein, wir haben 46. Oh! Yes. Yes, yes, yes. Fantastische Wahl. Ach komm, ich kenne mich doch schon ein bisschen aus. Oh, Radan. Was sind das für Geräusche? Okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ich hätte ihn auch. Ich hätte die Starfist nutzen sollen, Chat. Machen wir einfach für die zweite Phase. Okay. Bam. Macht gerade voll Spaß, mit zwei Waffen zu spielen, ehrlich gesagt. Das ist richtig, richtig cool. Boah, der Runenbär war jetzt aber auch nicht so erfreulich hier. Alter, der Bär hat so viel Leben. What the fuck? Bro, für ein Item? Fuck off. Das ist halt, das ist Randomizer-Scaling manchmal, Chat. Manchmal hast du dann plötzlich einen stinknormalen Nicht-Boss-Bären und der ist stärker als jeder Boss, den du bisher gefightet hast. That's how it is. So, schauen wir mal, wer hier der Gegner ist. Oh. Okay, Chat. Here we are. Naja, ich bin vorbereitet, Bro.
Du machst mir einen Scheißdreck. Scheiße, die sind trotzdem stark. Fuck, Mann, dass du mich damit erwischt. Ich mag das Gefälle hier gerade gar nicht, Chat. Wenn wir gerade vom Teufel sprechen, ne? Cool bleiben. Der andere wird doch schon reinlaufen, oder? Alter. Oh mein Gott, wie viel Pech kann man denn jetzt haben mit den Schlägen von ihm? Oh, ist der falsche. Fuck. Hab nicht gemerkt, welcher ist. Fuck. Ja. Boah, Junge, das Timing war da auch absolut nicht drin. Oh, er ist broken gewesen. Die Slope ist hier einer der schlimmsten Sachen gerade. Es ist krass, wie ich den Angreifen gefühlt nie ausweichen kann. Come on. Fuck you. Oh. Alright, let's go, Chat. Valiant Gargoyles, du. Oh mein Gott, wir haben all die schweren Bosse gefühlt. What the fuck? Aber ehrlich, das größte Problem in dem Fight war die Slope. Das hat mich sehr irritiert, weil ich manchmal nicht so richtig sehen konnte. Dennoch war das. Ich würde insgesamt sagen, das war ein ziemlich schwacher Fight von mir. Wir gehen jetzt Mooks Träne kaufen, weil. Also, hätte ich natürlich auch früher tun können, aber wir gehen das jetzt machen. Wir gehen jetzt darauf, dass Moog der einzige Boss ist, vor dem ich so richtig Angst haben muss. Und auf den ich richtig vorbereitet sein muss. Das heißt, wir werden jedes Mal mit der korrekten Träne schon reingehen. Und einfach nicht hoffen, aber ne, einfach erwarten, dass irgendwann Moog kommt. Und wir vorbereitet sind. Alright. Wie sieht's aus? Oh, wow. Willst du mir jetzt sagen, dass hier nur gute Gegner für uns sind? What the fuck? Ui! Fuck. Also ich meine das jetzt vollkommen ernst, was mache ich jetzt? Hätte ich mal meine Fresse gehalten, ne? I don't know, ich glaube, ich muss zaubern oder so. Also an dem komme ich nicht vorbei, Chat, ohne runterzufallen. Das ist nicht möglich. Ah, ich würde sagen, sieht nicht gut. Sieht nicht. Ah, oh, okay, er ist tot. Vor allen Dingen wollte er ja zuerst nicht runterfallen. Dann hat er irgendwie einen Sprung gemacht. Oh, wieder was spawnt. Könnte Moog sein. Der spawnt, glaube ich. Oh, nix, Lord. Chad, ich hoffe, ich kriege ihn. Bin mir nicht ganz sicher. Also, das ist ein echt starker Gegner. Das ist halt quasi der, vor dem ich noch am meisten Angst hatte. Lusche. Placidius 6 ist übrigens auch noch übrig. Okay, nicht zu sehen. Der müsste, glaube ich, ganz oben stehen. Könnte jetzt also auch wieder Moog sein. Grafted Scion. Das ist doch mein Gegner. Grafted Scion, my ass! Nice. Alright, die zwei Gegner unten im Keller und da habe ich Angst vor, ne? Weil
Randomizer geht man normalerweise nicht freiwillig in den Untergrund hier der Hauptstadt. Da ist gefährlich. Da ist sehr gefährlich. Wir haben echt viel zum Kochen gefunden, aber leider noch nicht die Dinger zum Einschläfern. Und das ist echt scheiße. Und ich glaube, wir haben immer noch keine Pfeile gefunden, mit denen wir einschläfern können. Das wäre sonst auch eine sehr gute Option. Oh Gott. Der Schaden. What the fuck ist das? Will das Spiel mich gerade komplett verarschen? What the fuck? Oh mein Gott, guck mal, wie viel Leben der hat. Yo, der hat 20.000 Leben oder so. Und der hat mir gerade weit über die Hälfte Leben abgezogen. Mit einem Schlag. Imagine, ich hätte jetzt keine Fernkampfwaffe. Der wird mich einfach auseinandernehmen. Ist er tot? Gee, also, wow! Sowas erwartet uns später noch, ne? Oh mein Gott, ernsthaft. Der Schaden von ihm. Was ist mit dieser Höhle? Die hat mir genauso viel Schaden gemacht. Jesus. Okay, ist einfach nur ein Hunter, nicht mal Elmer. Aber, oh Gott. Wieder sehr hoch skaliert. Der Schaden ist wieder komplett bonkers. Aber ja, Digga, mit denen mache ich so kranken Schaden plötzlich. Oder? Ich glaube, ich muss mehr mit denen reingehen und mehr, also quasi das Death Poker nur manchmal benutzen, wenn es gerade nötig ist oder so. Was diese Waffe hier gemacht, ist halt ganz anders nochmal, ne? Also Eska ist so einer von diesen Sleepern, die einfach aus dem Nichts sich tot haben. Okay, jetzt hier aufpassen, Chat. Die Wege hier sind offensichtlich versperrt. Okay, da kommt ein Banished Knight. Oh, er ist natürlich super stark, natürlich. Bin fast tot. Fuck! Ist halt, ich komme nicht um ihn herum gerade. Alright, der Spaß ist vorbei, Chat. Der Spaß ist offiziell vorbei. Wir müssen jetzt ganz viele Gegner einfach umbringen. Oh Gott, was passiert hier? Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir werden rauslaufen. Ja. I know. Ihr cheest mich, ich cheese euch. Fuck you guys. Wenn die versuchen mich zu cheesen, dann bin ich der Erste, der zurückcheest, Chat. Boah, Junge, allein hier durchkommen ist eine Katastrophe, ne? Das ist mal eine coole Herausforderung. Oh, ich liebe die Waffe gerade dafür, dass wir. Die hilft uns so immens. Ich will jetzt das Item haben. Du kommst jetzt her und du gibst mir das. Oh, oh, Sentrinas Arrows! Okay, das ist big. Oh mein Gott, das ist Godskin Duo Gott gerade. Das würde uns sehr, sehr helfen, Chat. Junge, der Weg zu Moog ist ja bescheuert, ne? Junge, ist das krank, zu dem zu kommen gerade. Oh mein Gott, okay. Ich bin so am Leiden. Also das haben wir ganz toll gemacht, Chat. Das war sehr anstrengend und sehr schwer. Wir, wait, andersrum. Hier hin.
falls wir auf Godskin Duo kämpfen, treffen, dass ich halt sofort vorbereitet bin, ne? Gargoyles haben wir schon, der hier so. Der Seho. Oh, abgestürzt. Bei Godskin Duo, nicht bei Godrek. Nope. Alter, was war denn das für ein Spawn? Holy shit, ich bin fast nach vorne gegangen. Das wäre der lächerlichste Tod aller Zeiten gewesen. Spiel stürzt ab und stellt mich einfach an eine Klippe. Zentimeter vom Tod. Okay. Gleich mit dem Schmutz. Einfach ein bisschen hinnehmen, dass man Schaden kassiert und dann kriegst du die eigentlich immer ganz gut. Easy. Oh wow, so wenig Schaden. Ich mehr erwartet gerade. Okay, ich sehe einen nervigen Gegner vorne. Ui, 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 ui. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Die machen jetzt alle so viel Schaden schon. Digga, was ist das für eine Katastrophenscheiße hier gerade? Boah, Junge. Nur noch schwitzig alles. Wir machen jetzt noch den einen Boss und dann bin ich auch raus. Dann beenden wir damit das alte Plateau und wir machen den nächsten Tag weiter. Oh, perfekt eigentlich gemacht. Oh, es ist noch eine Kavallerie. Der ist krank, wie viel Damage das macht, ne? Bam, Chat. We are done for today. So, wir haben ja alle Bosse hier getötet. Wir gehen jetzt weiter zu Mount Gelnir, meine Damen und Herren. Ah, was das wohl gibt, ne? Was das wohl gibt! Wir haben einen Shortbow dabei, falls wir auf Godskin Duo treffen. Denn wir haben Schlafpfeile und sonst nichts. Also wir haben leider keine Pots. Und wir haben in unserem Trank immer die Träne drin, die gegen Lord Moke of Blood, Moke Lord of Blood hilft. Weil das, ne, das kann uns einfach töten. So muss man das sehen. Na, ja, dann ab dahin. Gibt jetzt keinen Grund, da nicht hinzugehen, Chat. Windham Catacombs. Wir gehen jetzt in den Kindred of Rot Kampf oder halt in die Höhle von denen. Schauen, davor steht leider eine, wie heißen die nochmal, so eine Jungfer, eiserne Jungfer. Oh mein, nein, Digga, warum müssen die immer kommen, ne? Oh mein, okay, es kann sein, dass wir hier alles töten müssen, Chat. Oh mein Gott, ich habe nicht genug Stone Sword Keys, Chat. Ist das, oh nein. So, hast du Steinschwertschlüssel für mich? Sie hat sogar ganz viele. Ich nehme auch noch mehr. At this point, I don't care. Lol. Ja, perfekt. Bowls, okay, damit kann ich leben. Schnell die Waffe gewechselt, Chat. Wir brauchen eine Waffe, die viel Poise-Damage macht. Und die haben wir bekommen. Bam. Theoretisch gesehen sind in diesem Gebiet hier sehr viele Items, aber leider auch sehr viele Gegner, Chat. Ich schau mal, was für ein Gegner das ist. Vielleicht haben wir das Glück, dass er irgendwie gecheased werden kann von uns. Dann muss ich nicht all die 10.000 Gegner hier töten. Wir sind wirklich so 25 Gegner gerade. Boah, das ist jetzt so spannend. Wir wissen überhaupt nicht, wer das sein kann. I don't know. Wait. Nee, da vorne steht der Boss normalerweise nicht. Also es kann eigentlich nicht Godskin Noble sein. Wer ist hier der Boss? Ey, kann das hier Godskin Duo sein?
Wenn das Godskin-Duo ist, dann haben wir eine ziemlich gute, sogar Cheese-Fähigkeit hier. Aber die, warum sind die da vorne? Der Gegner spawnt immer hier hinten. Chat, das ist wirklich Godskin-Duo. Oh mein Gott, wir haben wirklich den Godseed. Wir haben Godskin-Duo in einer Arena, in der wir die vielleicht sogar cheesen können. Aber ich habe trotzdem Angst wegen den anderen Gegnern hier. Skinny P einschläfern eigentlich nur. Also, als ob ich jetzt nicht nur gegen ihn kämpfe. Das wäre doch dumm, wenn nicht, oder? Oh mein Gott, der Schaden. Oh, ist das geil. Drei Pfeile haben gereicht. Oh mein Gott. Digga, ich, als ob ich das jetzt nicht richtig ausspiele. Natürlich mache ich das korrekt. Wir haben das Godskin-Duo, Chat. Ich kann das nicht mehr. Was ist das für ein Seed? Wie kann ein Mensch so viel Glück haben? Das kann nicht sein, dass wir jetzt schon... Wir haben alle guten Gegner außer Moog. Unbelievable. Let's go. Godfrey! Nicht Godric, Chat. Godfrey. Oh. Den leider nicht so gut sehen können, aber alles gut. Oh shit, ich hätte echt gedacht, dass wir den jetzt mal da rausschießen. Können wir den mal knocken? What the fuck, Mann? Ja, guck mal, die Gegner werden höher gescaled mittlerweile. Der war gar nicht mal so easy, wenn wir ehrlich sind. Dinger. Okay. Ja, nice. Also, ist echt cool hier. Oder? Bro. Was ist das hier? Wie und wie schlimm ist das? Ach du Scheiße, ey. Scheiß auf die Items. Boah, Junge, Randomizer-Scheiß. Vor allem, wie gehst du denn da ran? Du musst ja runter und dann aggroen einfach 7 Gegner auf dich. Ach du Scheiße. Es geht jetzt zu. Es geht zu Rykard. Und das ist ja ein 2-Phasen-Fight, also kriegen wir 2 Gegner. Natürlich trotzdem nur ein Boss. Oh, ich hatte auch kurz Angst, bin ich auch ehrlich. Venom Snake, danke für die 3 Monate. Einfach durchrennen. Scheiß auf die Items. Gegner-Spam ist jetzt wahrscheinlich unsere wahrscheinlichste Todesart. Würde ich denken. Also einfach irgendwie gegen 10 plötzlich starke Gegner, wo normalerweise nur so Schmutz wäre. Davor habe ich Angst, ja. There's nothing to it but to do it. Wir haben den Vorteil, dass wir den Gegner vorher sehen und uns darauf einstellen können. Nein, es ist, glaube ich, Rick. Rick, Devouring Serpent. Okay, 2. Gegner. Oh, nice. Nehme ich ebenso. Warum dreht er sich einfach um? One-Hit-Rick. Was war das? Das ist der Tutorial-Boss, der Rick.
Und offensichtlich ist der nicht so stark. Let's go. Alright. Wir haben nur noch einen Boss jetzt hier, Chat. Kann man den backstabben? Nein. Offiziell nein. Darf ich auch dann? Oder willst du nur alleine? Warum konnte ich das jetzt nicht verhindern? Hä? Was passiert hier gerade? Was ist das? Wait, das ist aber nicht der normale alte Mann. Ich verstehe gerade nicht. Normalerweise kann ich den mit einem R2 einfach aus seiner Attacke bringen. Und ich habe übrigens... Das ist der, der unten in dem Lake of Rot ist. Den habe ich noch nie bekämpft. Aber das ist, der hat nämlich auch dieses Schwert gehabt, was er normalerweise, glaube ich, nicht hat. Das ist Alabaster, Lord Sword. Aber ja, wir merken einfach eine Sache. Alles ist mittlerweile stärker und ich werde nicht mehr wirklich stärker. Wir werden einfach immer schwächer sozusagen. Ja, es dauert immer länger, einen Boss zu töten. Die machen mehr Schaden pro Schlag. Und jeder Gegner, den wir begegnen, ist potenziell einfach ein Roadblock. Determination drauf und rein da. Ist das der, der unsichtbar wird? Nein. Dann sollte das kein Problem sein. Oh mein Gott, der Schaden. Es ist halt ein schwacher Gegner normalerweise hier, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Oh, ihr habt mich treffen lassen. Ich fühle mich schlecht. Hier ist ein schwacher Gegner normalerweise. Das heißt, er selber ist ja auch noch schwach. Er ist auch noch schlecht skaliert. Deswegen war das sehr einfach. We have everything done here. Und wir können weiter zu Kelet. Und Blackblade Kindred, das ist, ich denke mal, ich werde den locker schlagen, weil das ist kein hochskalierter Gegner hier ist. Wow. Treffen leider einfach nicht. Digga! Also, was war das jetzt gerade? Ich weiß nicht so richtig, was ich dagegen tun soll dann. Ich will nicht mit der anderen Waffe kämpfen, weil die schlecht gegen den ist. Das ist einfach, also die Waffe ist leider ein Problem gegen ihn, wegen der Hitbox. Danke. Ja, ich dachte mir schon, dass ich sehr viel Schaden machen werde. Wow, ich dachte, er macht einen Overhead-Schlag. Ups. Danke. Mann. Ich treffe wirklich gar nichts, Chat. Dankeschön. Jesus Christ. Das ist trotzdem ein gefährlicher Gegner, aber. Also, wie ich gerade schon meinte, mir ist schon klar, dass er keine Chance gegen mich haben wird. Weil der Gegner, den er ersetzt, ist schlecht. Und wir sind jetzt in einem Gebiet, das ist derzeit sogar niedriger gelevelt als das letzte, wo wir waren. Das sollte einfacher sein. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Oh. Let's fucking go, Chat. Oh mein Gott. Jawohl. Oh mein Gott. Also die Waffe macht gerade richtig Spaß, ne? Und hier so runter da. Jetzt der echte Godric. Okay. Ja. Ah, I love it. Mm. Katastrophe, ne? And that's it. Die Reichweite dieser Waffe macht mich immer wieder fertig, ich sag's ganz ehrlich. But we did it, so whatever. Noch eine Remembrance. Alter, wir haben fast... Basically alle, glaube ich, gefunden sogar. Aber nur welche uns gerade noch fehlen. Wir haben krank viele Remembrances gefunden. Richtig glücklich. Scheiß auf den Stein. Hm, wir sehen, glaube ich, gar nichts. Das ist also ein Beschworener. Ne, da ist nichts drin gerade. Könnte Moog sein, Chat. Godskin Noble. Das ist verstanden. Warum spawnt der? Macht er doch gar nicht normalerweise, oder?
weird. Oh mein Gott. Wenn da jetzt Moog drin ist, bin ich so sauer, weil ich habe meine Flasche nicht mehr. Das ist jetzt ein Risiko, was ich eingehe. Wenn da jetzt Moog drin ist, bin ich wirklich sauer auf mich selber. Okay, Skinny Pea. Könnte also die Dingens sein, ne? Alter, okay, der ist... Okay, okay. Ich hab Respekt, Chat. Ich hab Respekt. Was ist das bitte? Hallo? Ich kann nichts machen. What the fuck? Was ist das bitte für eine Scheiße gerade gewesen? Das Ding ist einfach den Pöller hochgeklettert. Okay, wir stehen auf jeden Fall vor einem Kampf hier, Chat. Fuck, Mann. Das ist gerade echt scheiße. Holy shit. Der zerstört mich. Ich sehe nichts. Boah. Ja, so werden viele Kämpfe bald aussehen, Chat. Boah, das war perfekt. Dann stand der jetzt sehr lange drin, Chat. Oh, wundervoll. Oh. Okay, dann nicht. Dachte, ich könnte den vielleicht irgendwie so töten, aber der hat einfach zugeschlagen. Boah, Junge. Hier ist ein starker Gegner drin, ne? Und übrigens, ne, das ist Dragon Barrel. Die zweitschwerste... Okay, now we have a problem. Das kann jetzt ganz schnell enden, du. Alter, sind die hoch? Wir haben gerade richtig Pech gehabt mit, wer hier ist, ne? Eieiei. Ich habe keine Heilung mehr. Zumindest keine normale Heilung. Oh mein Gott. Dass er daran vorbeigeworfen hat, ne? Was ist das hier? Jesus Christ. Bro, also das ist aber auch gerade wirklich krank, wie unangenehm das gerade ist. Ich hab gar nichts mehr, ne? Jetzt muss ich performen. Die sind so hoch gescaled gerade. Die sind sehr, sehr hoch gescaled. Alter Schwede. Plus 25 Waffe und so, ne? Boah, Noble Presence, so böse. Nein.
Alter, wie verhindert man Noble Presence, Bro? Come on, Baby. Okay, ich kann mich nicht heilen. Das Poison würde mich langsam töten, aber es müsste jetzt die Schnecke spawnen. Das war so entscheidend, Mann! Holy shit! Oh mein Gott, sorry, darauf war ich nicht vorbereitet. Das, also, weil, wie hoch skaliert die waren. Zum Glück habe ich noch Schlafpfeile so zur Verfügung gehabt, ne? Ohne die Schlafpfeile wären wir auch nicht weggekommen, glaube ich. Ah, die. Okay, warte, das ist, glaube ich, ein Job dafür. Der Fight. Komm her, Junge. Oh, okay. Auch wieder so ein Ding, Chat. Ernst zu nehmen. Sehr, sehr ernst zu nehmen. Das ist Godfrey. Der Echte. In einer verdächtig kleinen Arena. Ein bisschen zu vorsichtig gespielt. Bald in die zweite Phase kommen. Okay, er wollte gerade in die Phase kommen. Das heißt, er wird danach in der zweiten Phase sein, Chat. Oh, dachte ich hätte rollen. Okay. Nee, er ist nicht in die zweite Phase gekommen. Interesting. Perfekt. Er ist nicht. Ich hab. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Er ist nicht in seine zweite Phase gekommen. Jetzt erst. Jetzt können wir den einfach töten. Das ist strong gespielt. Sag ich gar nichts. Not bad. 220.000 Runen. Geil. Now it's getting dangerous, Chat. Okay, wir haben übel Glück, weil hier so ein stinknormaler Typ ist. Okay, kann ich Licht anhaben, bitte? Ich sehe gar nichts. Okay, der ist nicht stinknormal, der ist ganz schön stark. Junge, war der stark. What the fuck, oder? Oh, bitte jetzt nicht runterfallen. Habe ich so keinen Bock drauf, Chat. Boah, ich habe... Ich sag ehrlich, mein Bauch dreht sich gerade, ne? Ja, ich habe gerade, ich habe aber richtig, also mein Bauch dreht sich so hart. Oh. Boah. Oh, ist zu viel Aufregung gerade. Ja, also das Wichtigste an der Stelle war zum Beispiel, glaube ich, einfach gar nicht warten. Machen. Machen, machen, machen. Digga, natürlich erwischst du mich. Wie soll man das antizipieren, was er da macht? Margit! Hochgescaled as fuck. Alter, ist der hochgescaled. Immer noch nicht geblutet. How? Oder?
Hä? Warte mal, der hat immer noch nicht geblutet. Jetzt erst geblutet. What the fuck? Let's fucking go. Yo, kill it, geschafft, Mann! Oh, 124! The run is officially alive. Boah, ich hatte gerade so ein schlechtes Gefühl beim Runtergehen. Und also halt einfach, mein Bauch hat keinen Bock gehabt. Ich hoffe, das liegt nicht am Essen. Süß, nee, die lachen mich aus, ja. Das glaube ich. Oh. Okay, Chat. And here we have a thing where, egal wie, der Hund muss vorher sterben. Egal wie. Ist mir scheißegal. Im Leben werde ich dann nicht runtergehen. Können wir den ins Auge schießen? Oh, er ist voll ins Auge, Chat. Mir scheiße. Digga, kannst du aufhören auszuweichen? What the fuck? Ja, fall runter. I don't care. Ja, 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 komm. Mach. Oh, ich hab so Angst. Groß, stark. Das dauert ein bisschen. I don't care. Ich gehe nicht zu einem Hund runter. Es gibt basically nichts in dem Spiel, was einen besser von der Klippe stürzen kann als ein Hund. Weil, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre alles möglich gewesen. Ach, ein Baum. Könnte aber der zerteilende Baum sein, den muss man wenigstens ernst nehmen. Gerade so, Chat, gerade so. Oh. Mimic hier down. Wird eh weit weg stehen. Oh, stimmt, wir haben. Also eigentlich aber ganz schön wenig von diesen Katzen gehabt. Oh, shit, Chat. Können die Gegner kämpfen lassen. Haben wir denn? Ist der jetzt meiner? Nicht? Jetzt. Immer noch nicht. Hä? Okay. Das hat komisch lang gedauert. Boah, guck mal, die haben sich fast selber getötet. Wie mein Feuer hat nicht gereached. Achso, nee, mein zweites Feuer kam nicht. Oh mein Gott. Auf ein HP hat er den gefühlt runter gehabt. Wie geil. Bester Zweikampf ever. I saw it, but I require I anticipate. You've defeated a grand again. The Kari and I. Cool, cool, cool. I don't know what since we have them. I resign. So, wir haben jetzt den Auftrag gestartet, Chat. Und jetzt gehen wir einmal das Sacred Blade. Nee, wie heißt das Ding? Vergessen. Das Blade holen. Und drin ist was Goldenes. Achso, stimmt. Pappnase. Vergessen, dass das nicht. Dass das nicht randomized ist. Fingerslayer Blade. Wichtig für uns. Brauchen wir für später. Noch zwei Bosse. Ja, gut, drei Bosse theoretisch. Dann müssen wir die Quest von Fia machen, Chat. Habe ich da Bock drauf? Nein. Machen wir sie trotzdem? Ja. Weil wir müssen ja gegen 46 Spawns kämpfen. Und oben Killer? Und oben Killer. Okay. Ja gut, also das ist halt einfach kein schwerer Gegner. Kein Wunder, dass wir den fertig machen, ne? Okay, das ist sehr einfach. Au! What the fuck war das? Fuck you. Wovon wurde ich getroffen eben? Weird, oder? Wait. Warum bin ich jetzt hier schon weiter? Hm? Ich habe ich habe sie auch gerade noch nicht fertig gemacht. Hm? Ich hoffe, wir schaffen den alten Mann, Chat. Alte Männer haben halt trotzdem manchmal was drauf, ne? Außer er. Ja, nicht.
Welchen YouTube-Kanal guckst du denn? Wir haben ja derzeit zwei aktive YouTube-Kanäle. Wir haben Gustav Gabel immer noch mit Call of Duty-Stuff. Und wir haben Gustav. Da ist dann so der Rest. Highlights. Von Streams, Elden Ring viel und so. Kann natürlich beides empfehlen, klar. Der Kanal Gustav ist nicht von mir geschnitten, das ist von Tom. Mein Cutter. Das Spiel ist so unfair. Das Spiel ist so Bullshit. Wie, ich bin fast gestorben. What the fuck? Darivil? Ah. Der Typ. Mach einfach mal so. Mal sehen, was passiert. Ja, ich würde sagen, die kriegen wir dann mit. Gentle. Nice. Oh, das erste Mal Raikar-Chat. Aber es ist direkt zweite Phase. Ja, hier ist natürlich klar, wir wählen einfach das Ding aus. Oh mein, warum? Pff, wir gehen das aufwerten, Chat. Wenn wir die Möglichkeit haben, fuck yeah. Wann beginnt der Kampf? Jetzt. Mehr gehabt zum Ausweichen. Kannst du mir nicht ganz so nahe kommen, weil ich sehe. Ach, oh shit, ich werde eingesperrt. Ich kann nicht weiter weg. Das ist jetzt aber unangenehm gewesen. Also ich kam tatsächlich auch nicht weg. Gut, dass bei Randomizer machen die Flammen extra bei ihm keinen Schaden, weil das sonst unfair wäre, Chat. So, jetzt machen wir wieder etwas Unangenehmes, Chat. Wir gehen in den umgedrehten Turm. Gefährlich dort. Anastasia. Wichtig. Okay. Ach stimmt. Vergaß, ich könnte ja auch hier runterspringen, ne? Wann? Nein. Wo habe ich? Okay, das machen wir nicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt doch normal. Weil ich meinte, dass ich irgendwo hier runtergesprungen bin beim letzten Mal, bevor ich runtergegangen, aber ich traue mich das jetzt nicht mehr. Oh wow. Wer holt sich eine Tonne Wolfram? Was wiegt eine Tonne Wolfram? 350 Euro. Ich höre auf diesem PC kein Ton, leider. Ich verstehe auch nicht, warum. 50 Euro? Doch. Wer holt sich eine Tonne Wolfram? Was wiegt eine Tonne Wolfram? Was wiegt eine Tonne Wolfram? Ach Mann! Okay, das gehört absolut ins Best of 2023. Oh, mit Trisha, aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Boah, das ist geil, dass sie zu uns kommt. Ah, ich keine Ausdauer mehr gehabt. Au. Ach, der lässt einen nicht in Ruhe, ne? Sehr anstrengend. Puh. Wichtig, wichtig, wichtig. Übrigens ein Kampf, vor dem ich auch echt Respekt habe. Es ist Raikard. Oh, okay. Okay, besser geht's nicht, Chat. Ehrlich nicht, das ist fantastisch. Es ist halt nur die Frage, ich komme da jetzt gerade nicht dran. Und ich habe das Ding da hinten nicht aktiviert. Soll ich da einfach hinrennen?
Weil der hat keine Chance. Ist halt noch nicht. Ich muss erst in den Kampf kommen, damit es das aktiviert. hallo? Hallo? Das ist ein Problem. Warum aktiviert das nicht? Ich sehe gar nichts, nice. Weiß nicht genau, was ich gerade tun soll. Okay, Rückzug. Warum hat meine Waffe nicht aktiviert? What the fuck? Weil dann ist das plötzlich ein riesen Problem, Gegner. Einfach. Verbraucht nicht so viel eigentlich. Hat mich das gerade Leben gekostet? Interesting, Chat. Das kostet nicht Leben. Das ist schon sehr praktisch jetzt. Spart uns auch natürlich viel Ressourcen, ne? Okay. Okay, aber jetzt. Please work, Weapon. Fuck! Die Waffe ist leider gerade kaputt. Das ist nicht so richtig, was ich tun soll. Chat. Das bedeutet für mich, ich hau ihn nochmal ab. To be honest. Also ich muss dann die Waffe jetzt wegnehmen. Scheiße, das ist ein Riesenproblem, weil das ist einfach kein guter Ort zum Kämpfen. Und der ist relativ hoch skaliert, wenn ihr mal guckt. Nein! Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Please not. Gegen die Attacke machst du gar nichts. Wie erwischt mich das denn so weit, so nah? Ja, ich will unbedingt da rumstehen. Ich bin genauso kaputt, wie man denkt, oder? Okay, Gott sei Dank habe ich mir noch eine mehr geholt, ne? Wobei, eigentlich sind wir durch. Let's go, Mann. Boah. Oh, was ein Fight, Shit. Was ein Fight. Das soll, also der müsste jetzt, also einmal hier ganz vorsichtig, der wird jetzt ganz schön gebufft sein, ne? Oh mein Gott, eine fucking Blume. Natural born of the war. Was passiert da gerade? Was ist mit der einen Blume? What the fuck? Yo, you good? Das ist, weil die ineinander steckten und irgendwie hat das Spiel versucht, die auseinanderzubringen, aber die konnten noch nicht, weil ich zu weit weg war. Oh nein, was mache ich jetzt? Tot. Nice. Haben wir den Dark Moon? Nein, das ist. Wir haben ja. Also theoretisch gesehen. Müssen wir bei Renala. Haben wir den Schlüssel? Woher kriegen wir den? Und hier haben wir ein Problem, mit dem ich niemals gerechnet habe, irgendwie in Kontakt zu kommen. Wir können das Spiel nicht zu Ende spielen. Wir haben irgendwie ein Problem von Randomizer, wo einfach etwas nicht funktioniert. Wie ich anfangs gesagt habe, die wichtigen Items, die wichtig sind, um in Quests voranzukommen, um im Spiel voranzukommen, die sind nicht randomized, weil ich die nicht suchen möchte. Der Discarded Palace Key, den brauchen wir, um an den Dark Moon Ring zu kommen und den brauchen wir, um an zwei weitere Bosse zu kommen. Das heißt, die müssen wir, ne? Wir haben ja All Bosses Run.
geht ja nicht anders. Und dieser Discarded Palace Key, der ist normalerweise beim Baleful Shadow. Wir sind dahin, wo normalerweise der Baleful Shadow ist, haben den Hund getötet, der stattdessen ist, haben nichts bekommen. Ich habe in den Spoiler-Log geguckt, habe rausgefunden, wo er ist. Wir sind zum Baleful Shadow gegangen, haben nichts bekommen. Ich glaube, wir hingen eine halbe Stunde mindestens da dran, wenn nicht eine Stunde, und haben uns Lösungen überlegt, was denn sein könnte. Aber schlussendlich, es ist ein Bug. Eigentlich müsste dieser eine Charakter uns diesen Schlüssel geben, hat er nicht. Also habe ich hier eine Cheat Engine genommen und mir den Schlüssel gegeben. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand beschweren kann. Ich habe alles in meiner Macht getan, dass das Ganze korrekt funktioniert. Der Randomizer hat es irgendwie kaputt gemacht. Whatever, weitermachen. Lol. Fucking Cheater. Ja, ansonsten wäre der Run halt einfach jetzt gestorben, weil ich kann nicht alle Bosse sonst töten. Nein. Nein. Ach. So eine Scheiße, Mann. Da kannst du auch gar nichts machen, Chat. Ich meine, es ist kein schwerer Kampf, ne? Es ist agil. Es ist kein schwerer Kampf. Es ist einfach nur gerade nervig. Aber Junge, hat der viel Leben, Chat. Ah, konnte ich nicht mehr ausweichen. Danke, Agil. 136! Alright, wir gehen zu Rani, Chat. So, einmal Rani ein Küsschen gegeben, Chat. Na, Baby. Dann geht's jetzt ab zu einem sehr, sehr starken Spawn, Chat. Also, wir gehen jetzt zu... wie hieß sie? Und ja, ich habe mir gemerkt, das ist eine Sie. Ja, halt dieser der stärkste Assassine. Wir haben gegen Moog was. Wir fangen erst mit den mit der Waffe an und gucken, ob das die Lösung ist. Okay. Ich kann nicht behaupten, dass ich Angst habe, Chat. Perfekt. Also sowas ist genau das, was wir brauchen. Starke Spawns mit sehr schlechten Gegnern. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir haben ja auch viele starke Gegner schon besiegt, deswegen ist das nur logisch, dass wir dann einfach für sowas belohnt werden. Weiter geht's, ab ins Schneefeld, Chat. Die letzten drei Gebiete. Snowfield, na gut, theoretisch wieder die Hauptstadt, ne? Aber Snowfield, dann kommt Farum Azula und dann Concentrated Snowfield. Boah, also das ist auch stockdunkelfinster hier die ganze Zeit. Oh, Mimik. Oh, so wichtig, dass ich das gesehen habe. Geil. So wichtig, sowas zu sehen. Digga. Chat. wir haben beide Mimics. Das heißt, Mimic auch einmal ein potenziell sehr starker Gegner. Wir haben beide Mimics in der Overworld gehabt. Das heißt, sehr viel Glück. Wenn du in einen Raum gehst, wo Mimic sofort sich verwandelt, kann es sein, dass du übel auf die Fresse kriegst, weil dann Mimic wirklich mit deinen Waffen spielt. Und das willst du nicht. Nein, Placidus Hex haben wir noch nicht und wir haben, wie gesagt, Moog noch nicht. Das sind die zwei... Ich persönlich würde sagen, sehr nennenswert starken Gegner. Oh, und Lanzex. Lanzex sollte man auch erwähnen. Kann auch sehr böse sein, je nachdem, wo wir den antreffen. Oh, die echte Loretta, Chat. Die ist stark. Sag ich dir jetzt ganz ehrlich. Die kann was. Anders als ich dachte gelaufen. Okay.
Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Die ist schon echt stark. Und ich komme mit dem Untergrund hier gerade gar nicht klar. Geachtet irgendwie. Ja, von einfachen Kämpfen sind wir jetzt mittlerweile weg, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Oh, wie hat die es überlebt? Ich hab's extra so gemacht, dass sie hoffentlich... Wow. Von einfachen Kämpfen sind wir jetzt weg, Chat. Das wird es so in der Form selten geben jetzt. Seit 6 Monaten oder so mache ich den All Bosses No Death Run. Also nicht diesen, sondern den normalen ohne Randomizer. Und ich könnte den einfach schaffen, wenn ich mir eine Waffe nehme und damit übe. Aber mache ich nicht. Ich kann das nicht. Das ist in mir, ich habe so viele Hummeln im Arsch, ich kriege das nicht hin. Ich möchte immer dann wieder was anderes machen. Und jetzt stell dir vor, Georg soll... Für Wochen, und das muss man ja, für Wochen für einen No-Hit-Run oder halt so No-Hit-Run über mehrere Spiele hinweg lernen. Da sehe ich mich nicht. Ich hoffe vor allen Dingen auf den Axt-Talisman, der meine aufgeladenen Schläge stärker macht. Und ich hoffe auf Shard of Alexander, der meine L2 stärker machen würde von der Waffe hier. Da ist ein Bär drin. Ist ein Item drin, ich will das haben. Fuck you. Wirklich. Jellyfish Shield. Hilft mir jetzt nicht so richtig. Wobei, theoretisch gesehen kann ich ja die Waffe zum Beispiel nur in einer Hand tragen. Und Jellyfish Shield würde dann 20% mehr Schaden machen, ne? Für 30 Sekunden nur. Weiß nicht, ob ich immer... Mein Problem ist aber, dass ich... nicht so richtig Bock habe, was Komplexes zu machen, weil ich dann Angst habe, in Stresssituationen überfordert zu sein, Chat. Ich gehe mit der Waffe rein, weil er wird weit wegstehen. Moog. Let's fucking go, Chat. Ich hasse Mob so sehr. Ganze Arena ruiniert er hier. Oh, ich bin so froh, dass Mob jetzt ist. Guck mal, wie er sich... Ach, Mann. Und tschüss. Ja! Mog dann, Junge! Hier, schluck meine Eier! Oh, Baby, wir haben Mog! Es war so wichtig, dass das Platz hatte, die Arena. Ihr habt es gesehen, seine zweite Phase ist... Wir haben Mog fertig. Ich muss Mog nie wieder wachen. Mixed Modern Physics, weg mit seiner scheiß Träne. Geil! Wir haben Flame, wir haben Holy, aber wir haben nicht die Magic Tier, Chat. Das tut auch weh. Ich glaube, wir gehen einfach auf Upperline Bubble hier, dass wir einmal wenig Schaden kriegen. Ich glaube, wir wollten hier runterfallen. Stimmt, das ist ja interessant. Hier sind ja trotzdem die Snails drin. Nur das, was die spawnen, ist anders als sonst. Das ist auch interessant. Finde ich eine coole Idee, dass die Snails trotzdem hier drin sind. Jesus Christ, was haben die Snails hier alles beschworen?
Okay, der Drache gehört dem anderen. Huge Head. Der hatte Hoslo beschworen. What the fuck? Fire Giant, erste Phase. Wow. Okay. Okay, jetzt müssen wir den wegrollen lassen, Chat. Ich hoffe, das geht jetzt irgendwie. Shit. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Nein. Chat, ich weiß nicht, was ich tun soll. Der wird das jetzt immer weitermachen. Oh, Gott sei Dank. Der würde das normalerweise nämlich jetzt einfach immer weitermachen. Oh, ist das nervig. Ich kann seinen Bein die ganze Zeit nicht treffen, Chat. Okay, Gott sei Dank. Jesus Christ. Was für ein Scheißkampf, ey. Was für ein nerviger Kackkampf. Aber ich nehm's mit, Mann. Whatever. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich noch vorbereiten sollte. Es ist, glaube ich, erstmal ein Bellbearing Hunter. Oh, wow. Gar nicht mit dem gerechnet. Ach mal, jetzt darf ich aber nicht verkacken hier. Ist ja ein einfacher Kampf, ne? Einfach töten, Chat. Oh. Landsex, Chat. Guter Schaden. Guter Schaden, oder? Schön, dass ich reiten kann. Das macht den Kampf wesentlich einfacher mit Entkommen und so. Ah, Reichweite, Chat. Reichweite. Digga. Ist das nervig. Danke, Schatz. Oh mein Gott, er ist irgendwie in einem Loop drin. Er war in irgendeinem Loop drin. Einfach mit ihm laufen bei solchen Situationen. Alright. Ein noch was los ist? Ich nehm's. Ich nehm's, Chat. Noch fast getroffen. Okay. Bullshit. Let's go. Nice. Wir haben ein Landsex down. Das heißt nicht, dass wir alle Landsex down haben. Es gibt ja theoretisch zwei im Pool. Oh ja. Ihr wisst Bescheid. 46 hatten wir, boah, ich glaube 46 hatten wir, falls du den meinst. Placidus Sex, also ne, Placidus Sex ist der dran fürs. Den hatten wir noch nicht. Oh. Eieiei, Chat. Ich glaube, wir nehmen den nicht, aber das ist ein sehr starker Talisman. 30% weniger Schaden, wenn du 100% Leben hast. Verhinderst halt, dass du dadurch one-shotted wirst. Was haben wir hier noch für Gegner? Sagen insgesamt eher sehr glücklich. Der kann nerven. Aber soweit gut. Ich glaube, wir sehen den Boss noch nicht, Chat. Doch. Das sind die Nox-Schwestern. Das ist gut für uns. Die sind nicht stark. Komm her. Oh, ihr seid so schlau. Oh mein Gott, du bist so schlau. Oh mein Gott.
Die sind aber ganz schön hochskaliert dafür. Das sind ja eigentlich übelste Low-Gegner. Ja! Und den kriegst du hinterher. Und den kriegst du hinterher. Und tschüss. Der war geil. Alright, weiter geht's mit dem schweren Parcours. Ab zum nächsten Gegner. Ich sehe da zum Beispiel jetzt links einen Vogel. Ich hab gar keinen Bock drauf. Den hier. Oh, nice. Okay. Meinst du, ich treffe ihn noch irgendwann? Zwei Schläge braucht er sogar, Chat. Okay, da renne ich lieber. Der ist mir jetzt zu gefährlich. Keine Ahnung, wie ich da jetzt gegen den kämpfe oder nicht, ne? Ich werde im Leben nicht das Item unten links nehmen. Und wenn es das beste Item im Spiel ist, da würde ich nicht hingehen. Und das da jetzt auch nicht. Scheiß drauf. Wir gehen keine Risiken ein. Ich habe einfach nur Angst. Wir müssen einfach cool und ehrlich sein. Es bringt nichts jetzt so zu tun, als wenn alle schweren Gegner weg wären und wir jetzt easy durchkommen. Gottes Willen nicht. Weil das sind so, weißt du, Bushi ist bei Gegner 160 gestorben. Der ist kurz vor Loretta gewesen. Also Loretta Spawn, wo normalerweise, also ein Spawn vor Malenia. Und er ist von einem normalen Troll zu Tode getrampelt worden. Das war's. Er ist einfach von einem normalen Troll zu Tode getrampelt. Einfach nicht mal ein Boss. Es war auch komisch. Der hat den wirklich, der hat auch die Starfists gespielt wie ich. Und die machen ja 30 Poise Damage pro Schlag. Und der hatte den 6-mal hintereinander oder so, hat er den voll aufgeladen R2 geballert. Ist nicht umgekippt. Obwohl der eigentlich von zwei Schlägen normalerweise auf dem Boden liegen würde. How is that, ne? Krass. Wir gehen natürlich zuerst Placidisex machen. Aber wir nehmen auch einmal ganz kurz das Grace hier. Und wir haben... Ha! Ein Miezekätzchen. Aber ja, wie gesagt, irgendwann müssen die kommen. Aber okay. Okay. Planänderung. Das ist der mit... Mit Anhang. Aber der, sein Anhang... Der hat... Er ist wieder ineinander geglitscht, der Anhang. Let's go. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Anhang ist gerade einfach nur so davon geglitten. Okay, das ist zwar unnötig, weil ich werde jetzt noch lange zum Boss rennen. Okay, Makar oder ähnliches. Theodorix, maybe? Oh, Theodorix ist stark, Chat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jo. Oh, nicht mitgerechnet, dass er die Reichweite hat. Okay, zweimal mich verarschen lassen von ihm. Nein. Okay, Theodorix ist sehr ernst zu nehmen, Chat. Ich sehe nichts. Ich glaube, es wird Zeit für... Oh Mann, ey, da hat überall Zeug kleben, ne, gerade. Reicht das schon? Let's go. Okay. Gegner 2. Also Theodorix. Muss man aufpassen. Oh, let's go. Da machen wir halt so. Weg, weil der andere gerade von hinten kam, Chat. Oh, und das war's, glaube ich, dann auch. Sehr schön. Ich hatte ja schon angemerkt, dass die noch gefehlt haben. Also freue ich mich jetzt, sie auch hier zu sehen. Und tschüss. Digga. Genau, falsch immer ausweichen. Man kennt's. Wirklich, let's go. Das ist gerade super, super viel wert. Alright, Chat. Ich denke, wir machen das jetzt so, dass wir... mit
Radagon und Ildendies insgesamt enden, ne? Das heißt, ich mache jetzt Gideon und Horalu Godfrey und dann gehe ich zum Schneegebiet. Nicht ganz einfach zu bekommen, die Waffe, aber lohnt sich. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ah. I knew you'd come to stand before the Elden Ring. To become Elden Lord. Und jetzt, Chat? Der muss erst spawnen. Das ist ja weird. Oh, kann ich. Nee. Ah! Jesus fucking Christ. Hätte ich mir auch denken können, ne? Geht das? Was macht der? Dumm? Blöd. Hätte ich mir denken können, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, dass ich ihn trotzdem dann treffen könnte. Aber leider nicht, Chat. Und tschüss. Das hat ihn nicht umgebracht, Chat. Okay, Bullshit, aber okay. Ja, gönn dir. Gideon auf mir. Schnauze einig. Alrighty. So, Doppelkampf incoming, Chat. Wir können pieken, wer der erste Gegner ist. Das ist schon sehr nützlich. Shit. Sehen leider nicht, wer da ist, ne? Naja, gut. Gut ist. Jemand, der spawnt anscheinend. Adan. Lul. Junge, ist der low gescaled. What the fuck? Zweite Phase. Stimmt! Ich glaube, da müssten noch mehr kommen, Chat. Lol. Adan, der Air First Elden Lord. Hätte er wohl gerne, sage ich dir. Let's go! Oh. Wir rennen da jetzt so durch, Chat. Vielleicht. Mal sehen. Nein, hier, die Gegner hier sind auch nicht so stark gerade. Läuft richtig gut. Wir haben uns tatsächlich, volle... das passiert mir ständig, Chat. So, jetzt nicht sofort drücken, Chat, sondern erst Switch. So. Man muss die Secret-Medaillen hochhalten. Ja, ja, ist wichtig, Chat. Wir fangen an mit einem der unangenehmsten Bosse, die es gibt, und zwar wegen dem Weg dahin. Also jetzt wirklich haltet euch fest und vertraut mir, dass ich einigermaßen weiß, was ich tue. Einen habe ich übersehen gehabt. Okay, also ich kann nur hoffen, dass er vielleicht zu mir kommt. Ich weiß nicht, wie ich den soll. Okay. Kein Bock mehr. Das ist so dumm, ne? Das ist so dumm, ne? Aber ich weiß, was ich tue, Chat. Und der muss auch sterben. Ja, komm. Wichtig, wichtig. Und... Me don't like him. Alter, ich war so weit weg von der Stelle, ne? Holy shit. Okay, also hier in dem, ne, wenig Raum zu kämpfen ist echt unangenehm, aber zum Glück sind wir relativ strong gegen ihn. Let's go! Fell um, Cloak kannst du dir sonst vorreinschieben, Junge. 154. Ich glaube, wir sind schon
bei dem Boss. Ja, sind wir. Das ist natürlich keine Art und Weise zu kämpfen, deswegen gehen wir erstmal hier hin. Oh oh. Placidisex und... Ich glaube, sogar noch ein Magma-Wurm. Boah, ist das unangenehm, Chat. Boah. Boah. Alright, das wird ein harter Kampf. Boah, das könnte ein harter Kampf werden, dass der Placidisex dann mit ihm geht. Auf der anderen Seite vom Wagen ist der andere Boss. Ist ein Magma-Wurm. Okay, wow. Krass, Junge. Okay, Magma-Wurm kommt. Weil der macht das, was er tun soll. Die will rumreiten. Aber nicht so viel. Darf nicht näher ran. Highscaled. Alter Schwede. Okay, Chat. Das ist schon mal gut. Ach stimmt. Es dauert ja mal ewig, bis man endlich wieder mit dem darf. Okay. Mit sehr vielen Ressourcen überstanden. Würde ich behaupten. Komm her. Nee, das ist natürlich Bullshit, aber okay. Der kommt auch nicht näher, ne? Oh, ist das scheiße, Mann. Der kommt nicht näher. Ey, im Notfall abbrechen next, ne? Hm, der sieht nicht gut aus, bin ich ehrlich. Ich werde da nicht reingehen, Bro. Da sind noch 10 weitere Gegner oder so. Mal sehen. Oh, er macht was. Let's go, let's go. Okay, Chat. Abbrechen, abbrechen, auf jeden Fall. Also schlimmer geht's eigentlich nicht, ne? Wir haben richtig Pech gehabt. Ruhig bleiben. Oh, das kann sein, dass ich den jetzt nicht mehr angreifen kann oder so. Wir hatten das schon mal, das Problem. Deswegen, weil... Ja, das war's. Also, ich kann dem jetzt nichts mehr anhaben, Chat. Oh, wow, 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 wow. Worst-Case-Szenario gerade. Okay. Yeah, so what's the plan now? Nein! Bin mir relativ sicher, dass wir den jetzt nicht mehr angreifen können. Also was hab ich denn bitte jetzt für eine Scheiße hier? Ach du Scheiße, der Schaden. Oh mein Gott, Chat. Ich weiß nicht. Chat, das ist... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, das war's. Alright. Auf ein neues Chat.
den haben wir schon mal. Geht nicht anders. Ich glaube, wir haben es jetzt raus. Jetzt muss ich aber natürlich noch den Kampf gewinnen. Das ist auch nicht selbstverständlich, ne? Ernsthaft? Oh, schade. Krank irgendwie. Ja gut, komm. Okay, Phase 2. Jetzt vielleicht nicht töten lassen. Shit. Stecken geblieben. Nein. Oh, shit. Hallo? Alter, das war ja unangenehm. Ich bin eins erstecken geblieben. Auf. Ich kann ihn gerade nicht mehr markieren. Jesus Christ. Jetzt ein Knock wäre nice, to be honest. Ist kein schwerer Kampf in dem Sinne jetzt gerade, ne? Weil du weißt ja, was er kann, was für Attacken er einsetzt. Aber irgendwie... Komm schon, weg mit dem. Gib mir den Kampf! Ja! Oh mein Gott, wie schwer war das? Oh! 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 Wie lange haben wir gerade an dem gekämpft, Chat? Eine Stunde? Oh mein, ich glaube, man hört, wer das da drin ist, aber ich kann das eh nicht interpretieren, weil ich nicht alles kenne. Oh, Elbenbeast, ja. Das hat man gehört. Oh, Chat. Weiß nicht, ob Elbenbeast Chance hat. Bin ehrlich, glaub nicht so sehr. Er muss halt jetzt diese Ringe machen, ne? Oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das laufen wird, Chat. Können wir da überhaupt entkommen? Boah, ganz knapp. Oh. Das meiste knallt gegen den, ne? Boah, also das ist jetzt noch ein bisschen frech, ehrlich gesagt, was ich hier sehe. Ah, nein, jetzt macht er die Triple Rings. Oh mein Gott, da werde ich halt niemals entkommen können, ne? Oder? Oh doch, let's go. Oh Gott. Au! Okay, zum Glück ist die Arena nicht klein und mit einer Kante oder so. Alter. Was zum Fick soll ich machen? Ich treffe ihn einfach nicht mehr, weil er sich nur noch bewegt, ne? Och Mann! Diese Waffe ist so nervig manchmal. Ja, wir haben Elbenbeast! He done!
Let's go, Chat. Aber auch, wie gesagt, Chat, hier ist noch gar nichts safe. Jetzt kommen noch 3 sehr schwere Bosse. Auch nicht nur die Bosse selber, sondern vor allen Dingen schwer im Sinne von, da muss man erstmal durchkommen. Moog, Malenia spawn, Loretta spawn, also die Gegnerin vor Malenia. Und dann halt Radagon Elden Beast, was als ein Gegner zählt. Die 4 noch. Wir machen zuerst Moog. Shard of Alexander! Entschuldigung für das Laute, aber das ist absolut bombastisch. 15% mehr Angriffskraft für die Waffe hier, wenn ich die L2 mache. So, wir haben jetzt aber einen schweren Weg vor uns. Ich muss gucken, nicht alles davon wird uns angreifen, aber manche Gegner davon wollen uns angreifen, Chat. Das ist ein schrecklicher Weg hier immer. Okay, der will... Ameisen... Oh Gott, der Rat. Cool bleiben, cool bleiben. Oh mein Gott, was hier alles rumsteht, ne? Jesus Christ. Okay. Also jetzt, wo ich das Ding gefunden habe, ist mir so... Jetzt sind mir Items mehr egal als vorher, das kann ich sofort sagen. Ich glaube, wir dürften jetzt den Gegner auch sehen. Oh, ich bin aufgeregt. Oh, ich bin ganz schön aufgeregt, Chat. Leider sehen wir nicht. Ein Runenbär, aber die sind gefährlich. Also das ist jetzt ein bisschen blöd, aber das ist ja jetzt nicht der Gegner, der gar keinen Schaden machen kann oder so. Aber ich denke mal, der hat keine Chance. Ganz ruhig bleiben. Der hat ganz schön viel Leben, ne? Der ist so hoch gescaled gerade, Chat. Boah. I can see it. Kuss. As clear as day. More Quill. Wir haben jetzt noch 3 Spawns mit 4 Gegnern. Weil Radagon Elden Beast zählt als ein Boss. Aber es sind natürlich dann trotzdem 2 Bosse, die uns begegnen werden. Okay, aber ihr wisst jetzt kommt das schwierigste Gebiet im kompletten Spiel. Also wir machen, bevor wir den letzten Boss machen, machen wir zuerst das schwierigste. Also Elden Beast und Radagon sollten eigentlich einfacher sein, je nachdem, was für Gegner es sind. Aber jetzt kommt das schwierigste Gebiet. Hier kann immer was schief gehen. Wir laufen auf einem Baum rum. Und wenn uns Dinge runterschmeißen wollen, dann werden die das halt machen. Zum Beispiel das da, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich überlege gerade, wie ich hier vorgehen soll. Also will ich irgendwie alle einfach versuchen zu töten oder versuche ich durchzurennen? Durchzurennen ist halt gefährlich, aber alle... Digga. Wollte nur meine T-Shirt richten. Ich sag ganz ehrlich, wenig überlegen. Einfach machen. Oh, ah! Sag ich und dann sehe ich... Und dann sehe ich den Raben. Wir haben gerade das Glück, dass er irgendwie total weit weg geht, aber na gut, nicht wirklich, ne? Also Raben sind schlimm genug, dass ich nicht vorbeilaufen will. Also, ihr habt ja auch gesehen, was für eine Reichweite er hat, ne? Der hat mich sofort gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt weiterlaufe, kommt er mir hinterher. Eigentlich will ich ihn nur provozieren, dass er angreift und runterfällt. Aber irgendwie... Das macht mir jetzt natürlich Hoffnung, dass ich weiterrennen sollte, ehrlich gesagt. Ich renne ein bisschen weiter und dann gucken wir, ob er mir folgt oder so. Ach du Scheiße. Nein, at this point, ehrlich gesagt, muss ich rennen. Okay, ich sehe ihn nicht und ich höre ihn auch nicht. Unangenehmer Gegner. Genau deswegen. Das war knapp. Wo kommst du denn her? Wait, what? Chat? Das ist der von unten, ne?
einfach töten, würde ich sagen. Komm her, komm, komm. Rein da. Ja. Ah, die kommen von oben runter gerade alle. Ah, dafür haben wir das Zeug ja, ne? Wir sind vorbereitet. Ich frage mich bei sowas immer, ob es nicht vielleicht doch schlauer wäre, weiter zu rennen, aber ich... Es ist dangerous as fuck, einfach durchzurennen. Die werden hundertprozentig alle getötet. Ihr wisst ganz genau, warum. Der ist böse. Oh. Digga! Was ist das für ein Bullshit? Dankeschön, Game. Wir machen erstmal das hier. Der kommt da nicht raus, irgendwie. Ja, jetzt ist er raus. Digga, der ist so stark. What the fuck? Ich treffe jetzt die Entscheidung, durchzurennen. Das ist mir zu gefährlich. Machen wir nicht, Chat. Machen wir einfach nicht. Ja, mein Herz hat auch gepocht. Ich war so knapp am Rand. Wie gesagt, es ist ein Randomizer im schwersten Gebiet des Spiels. Alles kann jederzeit passieren. Und der hat so viel Schaden gemacht, ne? Unfassbar. Fucking Landsex, dein Ernst? Landsex Knight of the Helic Tree. Damit haben wir beide Landsex gehabt, ne? Wir hatten ja schon einen Landsex-Chat. Okay. Oh, beautiful. Bin natürlich in so einen kleinen Pool reingelaufen. Okay, wir gehen auf jeden Fall jetzt da drauf hier. Landsex, so geil. Man sieht einfach so viel, Chat. Ich habe echt viel Spaß gehabt mit dem Nichtsehen. Oh, ich hasse Landsex-Kämpfe. Ja gut, wer nicht? Ah, shit. Einfach angreifen sollen. Ich habe einfach nicht getroffen, angeblich. Bro! Ich bin genau... Ich schlag einfach durch sein Bein durch. Wir hauen den jetzt so auseinander, Chat. Mir so scheiße. Der wird jetzt so leiden. Okay, wie hätte ich das wieder verhindern sollen? Was ist mit diesem Game? Chat. Easy Modus an. Also ich hätte, seien wir ehrlich, wir haben es ja gesehen, ich hätte den auch bekommen. Ich würde sagen, der hat nicht zu viel Schaden gemacht und wir haben nicht zu wenig Schaden gemacht. Also Malenia spawnen. Müssen wir auch erstmal hinkommen, Chat. Das ist wieder, ist eine Reise. Müssen da gleich wieder durch einen Lake of Rot, einen kleinen. Zum Glück haben wir ja dafür die kleine Axt. Ja. Ganz schlimm finde ich dich. Ja, oh Gott. Die Typen. Alright, we running, man. Oh Gott. We running, we running. Was, ob ich jetzt alle besiege? Besieg oder was? Scheiß auf die Items. Kann nichts drin sein, was mir gefällt. Ja, durchgekommen. Okay, aber hier ist, ist die Frage, ne? Wer ist da, der mich stören kann? Oh, ich sehe eine Ameise. Ich sehe ein Wormface und einen Bären. Schon sehr unangenehme Gesellen. Bin ich auch... Oh, und ein Imp. Also habe ich ja ganz gut gewartet. Der eine ist gerade weggegangen. Bisschen Angst vor der Ameise. Dass die mich jetzt irgendwie angreift. Ja. Imagine, ich wäre jetzt am Rot gestorben. Ich habe schwitzige Hände, aber gleichzeitig, ich kenne mich. Ich versuche gerade nicht zu überdenken, sondern einfach zu laufen. So die normale Route, so nach dem Motto. Einfach laufen. Wird schon, weißt du, ich habe das schon so oft richtig gemacht. Wenn ich das jetzt irgendwie überlege, dann könnte es kompliziert werden. Boah, ich bin so froh, dass dieser Lift so schnell runterfährt, ne? Huh!
baby! Alright! Das war's mit Laufen. Es gibt nur noch 2 Bossfights. Was schätzt ihr, wer der ist? Ich würde so überlegen. Alright. Kein lächerlicher Gegner. Kein lächerlicher Gegner. Aber ich bin sehr stark gegen ihn. Und ich weiß, wie man gegen die kämpft. Also machen wir da jetzt nicht so viele Sorgen. Oh, come on, man. Fucking go! Ja! Das ist dann einfach die Vorbereitung, Chat. Das ist die Vorbereitung. Ich habe die Waffe, die gut gegen die ist. Das ist kein Problem. Und dann weiß ich auch, wie man gegen den kämpft. Und bam, weg mit dem. Ein Doppelfight, 2 Bosse noch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ich mache seit März den All Bosses No Death Run ohne Randomizer. Und das ist eine Herausforderung, die mich in den Boden treibt. Ich bin super motiviert gewesen über Monate hinweg. Wir haben so viele, so heftige Rückschläge gehabt, dass es mich wirklich fertig macht. Ehrlich, aber ich bin auch geil drauf, das noch zu schaffen. Und wisst ihr, den Randomizer Run davon zu schaffen, das erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Und das sind die Sachen, für die man in dieser Community einfach dankbar ist. Wo man tagelang, wochenlang, monatelang grindet. Und wenn man dann zusammen am Ziel kommt, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Ehrlich, und ich kann immer nur wieder sagen, dass ich super dankbar bin für diese Community, diese Möglichkeit zu haben, solche Challenges zu machen, so etwas zu vollbringen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber das hat mir sehr viel bedeutet. Und ich bin super motiviert, deswegen auch den normalen All Bosses Run zu beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Und wenn ihr Bock habt, wir machen einen Sabaton zwischen Weihnachten und Silvester. Und wir werden absolut heftige Spiele spielen. Wir werden Elden Ring spielen. Wir werden hoffentlich Bloodborne, Sekiro spielen. Wir werden Warzone spielen. Wir werden Community Games spielen. Wir werden alles Mögliche machen. All das, was ein Sabaton so als Vorteil hat, weil man einfach unendlich viel Zeit hat, miteinander abzuhängen. Ich freue mich sehr drauf. Und wirklich ein riesen Dankeschön für alles. Es war ein überragendes Jahr. Es war ein Jahr gefüllt von Elden Ring. Und dafür bin ich dankbar, dass ich das mit euch machen kann. Kann ich. War mir gerade ein bisschen zu aufgeregt, um Waffen zu wechseln. Bleiben, warten, warten. Und tschüss. Oh, come on. Zwei letzter Gegner. Oh. Okay, Chat. Es ist nicht wie erwartet. Muss ich in eine andere Richtung ausweichen, ne? Komm her, Baby. ausweichen, Georg? Ich habe mich klar dagegen entschieden, Chef. Oh, der ist schön. Oh, der ist schön. Nein! Oh, ich Idiot. Come on, baby! Ah! Und Jumpadick. Komplett daneben gehauen.
Chat, what the hell? What the hell? Ich komme nicht drauf klar. Oh, ist das ein gutes Gefühl. Oh mein Gott. 165 Bosse random ohne Tod. Bam. Und wir rufen Ramini. Oh, ich kann das nicht. Ist das gut. Ich bin so happy gerade. Ich kann das gar nicht. Ich. The battle is over. Oh, ich habe so viele Glückshormone im Kopf. Ich bin so happy, dass wir es geschafft haben. Und guckt euch bitte dieses wunderschöne Ende an. Das Rani-Ende. Hat sich gelohnt. Das hat mich so lange Zeit gekostet, so etwas zu schaffen. Im zweiten Try bei dem Randomizer. Wir hatten natürlich, Chat, natürlich weiß ich, dass ich unfassbares Glück hatte mit dem Seed, ja? Wir hatten viele von den sehr schweren Gegnern sehr früh. Natürlich haben wir Starfists gehabt von Anfang an und haben sofort den Death Poker gefunden. Das weiß ich doch alles. Aber trotzdem haben wir knappes 10 ohne knappes 10. Also, oh mein Gott, hatten wir krankes 10. Und es gab so viele Momente, wo wir hätten versagen können. Und vor allen Dingen der Fight mit der Schnecke, Chat. Darf ich nur mal erinnern, wie krank knapp der war? Natürlich wird das Ganze hier ein Video werden. An der Stelle gerne hallo YouTube. Aber das ist monatelange Arbeit gewesen mit dem anderen Run, den ich die ganze Zeit mache. Mit dem All Bosses No Death, nicht randomized. Und sehr gut angefühlt, dass wir da jetzt so durchgekommen sind. Boah, ich bin den Tränen gerade so nahe. Kann bitte jemand hier die Explosion für 1 Million aktivieren? Ich brauche das gar nicht. Oh. Ich hab grad fast meinen Schrank kaputt gemacht.